Kommen wir nun zum ersten Scratch, den ich euch erkläre. Der sogenannte Baby Scratch. Wie schon vorhin erwähnt, in den Grundlagen ist das der Mutter aller Scratches und wurde von Grant Wither Theodore eingeführt und erfunden auch. Beginnen wir. Es ist im Endeffekt ein simples Vor- und Zurückziehen der Platte. Ich höre euch das mal kurz vor. In ganz Slow Motion. Was ihr jetzt als allererstes macht, ist, ihr nehmt euch ein Sample eurer Wahl her. Ihr markiert euch euer Sample. Ich verwende jetzt das Sample A, das klassische. Auch übrigens eins meiner Lieblingssamples. genau, richtig. Das habe ich mir jetzt hier zum Anfang markiert, dass ihr auch bitte macht. Und ihr geht jetzt, wie vorhin schon erwähnt, dann mit der Markierung entweder auf 12 Uhr oder auf ungefähr 2:30 Uhr. Ich mache es Ausrichtung auf die Nadeln, von der Markierung Ausrichtung auf die Nadel hin. Somit bin ich bei 2:30 Uhr bei meinem Anfangssound. Setzt die Platte so an, dann drückt ihr den Cue-Punkt, habt ihr euer Sample oben. Seid ihr am Anfang und einfach die Platte ganz langsam erstmal vor und zurück schieben. Vor und zurück. Vor und zurück. Wie schon vorhin erwähnt, geht das Sample jetzt ja länger. Also ist das Ende eures Scratch-Moves nicht das Ende eures Scratch-Samples. Greift die Platte am besten jetzt mit 4 Fingern oder ich mache es jetzt eigentlich immer mit 3. Wenn ich ehrlich bin, ihr könnt es mit 4 machen. Am Anfang denke ich, ist besser. Und wie schon gesagt, ist der Baby Scratch recht simpel, indem ihr die Platte vor- und zurückzieht. Dieser Scratch ist ein sogenannter Faderless Scratch. Das heißt also, wir verwenden bei diesem Scratch keinen Crossfader, sondern schieben nur die Platte ganz langsam nach vorne und rückwärts jetzt erstmal und werden dann immer schneller. Aber seid da bedacht, weniger ist mehr. Deswegen zeige ich euch, dass wir das jetzt am besten üben und wie ihr dann schnell zum Erfolg kommt, weil es heißt ja auch auflegen mit Erfolg. Okay, beginnen wir auf einen Beat, im Rhythmus und im Takt. Ich habe jetzt hier einen sogenannten Scratch Loop gerade genommen für den Baby Scratch. Der ist 80 BPM, schnell und ca. 88,6 Grad sehe ich. Und das ist, denke ich, so der richtige Einstieg. Also haltet euch da auch dran für den Anfang mal und benutzt für diesen Scratch am besten mal ein Instrumental, das ähnlich so viel BPMs hat. Beginnen wir. Ihr fangt nun an, zuerst mal quasi eine ganze Note im Takt zu spielen. Setzt jetzt hier ein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir gerade eine ganze Note gespielt.
Und jetzt spielen wir zwei halbe im Takt. Setzt wieder ganz normal ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also quasi 1 und 2 nach vorne, 3 und 4 zählt ihr dann bei der Rückwärtsbewegung. Nun geht's weiter, indem wir 4 Viertelnoten spielen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe jetzt gerade die Platte losgelassen und das Sample abgespielt. Das nennt man jetzt den sogenannten Drop Scratch. Also das ist quasi der Baby Scratch. Nur ihr spielt das Sample nach vorne ab und zieht es nicht nach vorne. Also quasi so und nicht so. Abgespielt, zurückgezogen, abgespielt, zurückgezogen. Das noch als kurze Anmerkung. Die nächste Geschwindigkeitsstufe wäre dann quasi, indem ihr 8 Achtel spielt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ihr habt gerade gemerkt, also ihr könnt auch jetzt nicht auf die 9 zählen, ihr könnt jetzt auch 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Wäre eine andere Möglichkeit, also entscheidet das mit, was ihr besser klarkommt. Die nächste Geschwindigkeitsstufe wäre dann, dass wir jetzt 16 Sechzehntel spielen oder sozusagen scratchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, elf, zwölf, dreizehn, 17. Geht da eher nach 1 und 2, da tut ihr euch leichter. Ganz normal einsetzen. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9. 2. Das war jetzt schon recht schnell. Steigert euch, wie gesagt, langsam, denn dann werdet ihr schneller zum Erfolg kommen. Bringt da Ruhe mit rein, macht es aber, wenn es geht, täglich, übt fleißig und dann seid ihr da schon schnell im Takt. So, und nun kommen wir zur 32. Das heißt, wir spielen jetzt in einem Takt, wie auch schon, also vorhin spielen wir immer die ganzen Noten in einem Takt. Wir spielen jetzt in einem Takt 32 Noten, 32 Scratch-Noten. Das war jetzt ein bisschen mehr als ein Takt. Ich wollte euch nur mal die saubere Abfolge des Scratches in dieser Geschwindigkeit kurz darstellen. Also nochmal auf einen Takt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich habe jetzt quasi 1, 2, 3, ihr müsst es so sehen. Ich habe jetzt natürlich schneller gezählt. Ich habe jetzt nur jede Vorwärtsbewegung quasi gezählt und die Rückwärtsbewegung nicht mitgezählt, weil irgendwann kommt ihr dann durcheinander. Das ist einfach. Irgendwann sollte man sich auf das Zählen dann auch nicht mehr so beschränken. Macht das dann richtig aus dem Gefühl heraus. Wir scratchen nochmal im Takt und jetzt der Einsatz. So, das war jetzt schon ein bisschen ziemlich schnell. Es geht aber noch einen Tick schneller. Und zwar werden wir dann, ja, wir verdoppeln es wieder bei der 64. Note. Das heißt, wir scratchen jetzt in einem Takt 64 Mal den Baby Scratch. Jedoch ist da irgendwann mal mit dem Zählen gut, weil da ist einfach irgendwann mal Schicht im Schacht, weil da kommt ihr nur noch durcheinander. Und irgendwann müsst ihr das dann eher nach Gefühl machen. Und es kann auch mal schneller sein, aber es muss dann jetzt auch nicht hundertprozentig zum Beispiel auf die 64. sein. Deswegen zeige ich euch jetzt mal kurz einen schnelleren Baby Scratch. Da weiß ich selber jetzt gerade nicht hundertprozentig, wo wir uns da befinden. Aber wir sind auf jeden Fall deutlich schneller als bei der 32. Note wie gerade bisher. Ihr merkt schon, das wird dann natürlich ein bisschen teils unsauber, wenn man jetzt da so wirklich auf die 64. hinaus will. Deswegen habe ich mir da auch einen Mittelweg geschaffen und da vielleicht einfach nur so nach Gefühl dann ein bisschen schneller zu scratchen, aber jetzt nicht unbedingt genau jetzt auf die 64. Note jetzt da rauszukommen. Also irgendwo müsst ihr euch da echt nach Gefühl bereichern und das dann auch so ausführen. Ich mache das jetzt noch mal kurz. Das wäre jetzt ungefähr so ein Zwischending, was ihr probieren könntet, wenn ihr jetzt die 32. drauf habt, wie jetzt eben. Gut. Das war der Baby Scratch. Nun habt ihr den ersten Scratch gelernt und seid einen Schritt schon weiter zum Turntablist oder Scratch DJ, je nachdem, was ihr machen wollt. Viel Spaß beim Üben. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.